Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen die HSG Wetzlar begrüßen. Das Endergebnis lautet 25:25 unentschieden. Zur Halbzeit trennten sich die beiden Mannschaften mit 12:12. Das alles vor den Augen von vor 4.289 Zuschauern. Bester Werfer auf Seiten der Erlangener war Christoph Steinert mit 6 Treffern. Auf Seiten der Gäste traf Maximilian Holst 7-mal. Ja, und wie immer geht die erste Frage an unseren Gästetrainer. Herr Wandschneider, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, guten Tag. Ja, ich würde einfach mal heute beide Mannschaften zu einem Punkt beglückwünschen und beide Trainer. Ich habe ein gutes Handballspiel gesehen von zwei absolut gut eingestellten Mannschaften, die auch mit der entsprechenden Power aufgetreten sind. Wir haben ein paar Mal die Nase vorgehabt, wir haben mal mit 2 oder mit 3 geführt, aber Erlangen hat immer wieder dann auch technische Fehler von uns oder aus meiner Sicht zu frühe Würfe, ja, wo wir nicht noch mal hätten weiterspielen müssen, über einen sehr guten Konter bestraft. Ich bin eigentlich zufrieden mit einem Punkt, auch wenn wir 30 Sekunden vor Ende mit einem geführt haben. Aber Adli hat noch mal eine Auszeit genommen und Erlangen hat richtig gut für rechtsaußen abgeräumt. Dann hatten wir noch 15 Sekunden, aber ich wollte da also mit dem, diesem Punkt sichern. Deswegen haben wir da eigentlich nur gesagt, Zeit runterspielen und versuchen dann 1, 2, 3 Sekunden vor Ende vielleicht nochmal zum Wurf zu kommen. Das haben wir nicht geschafft, weil Erlangen gut gedeckt hat. Ja, Erlangen ist echt eine tolle Mannschaft, hat sich unglaublich stabilisiert jetzt im Laufe der Saison. Ich glaube, Adli hat in der Rückrunde mit dem heutigen Punkt 12 geholt. Wir haben 14 geholt, also beide Mannschaften sind aus meiner Sicht in jeglicher Beziehung auf Augenhöhe. Und insofern bin ich zufrieden. Wir haben bisher nur 7 Auswärtspunkte geholt, heute den 8. Und ich weiß jetzt nicht, was mit Max Holz ist. Natürlich große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wir haben eben das Final Four. Ich glaube, es hat sich keiner verletzt. Max musste aussteigen mit einer Wadengeschichte, aber ich denke, das wird nicht so problematisch sein, sodass er am Samstag da im Halbfinale gegen Hannover spielen kann. Das war auch wichtig für uns heute. War aber ein absolut faires Spiel, auch über 60 Minuten. Ja, euch alles Gute, Adli, für den Rest der Saison und vielen herzlichen Dank. Adli, wie zufrieden bist du mit dem Punktgewinn deiner Mannschaft? Ja, ich glaube, Kai hat das auf den Punkt analysiert oder auch gesagt, es waren halt viele kleine technisch-taktische Brisanzen. Im Endeffekt Wurfquote. Ich glaube, Buric hat das Torhüter-Duell vor sich heute entschieden, auch wenn Katze heute in wichtigen Phasen des Spiels natürlich die 3-4 hundertprozentig auch von Wetzlar wegnimmt in der Phase, wo er uns nochmal die Chance gibt, ranzukommen. Aber am Endeffekt müssen wir beide, wir spielen ja gegen Wetzlar und ich glaube, also danke für die lobenden Worte, Kai, und das kann ich in gleich genauso zurückgeben für die Saison von Wetzlar und vor allem wünsche ich euch alles Gute jetzt für die Final Four, das würde ich euch echt wünschen, ihr kennt das, ich habe eine besondere Beziehung zu vielen in Wetzlar und von daher hoffe ich, dass das gut geht für euch und ich glaube, ich brauche gar nicht viel mehr über das Spiel zu sprechen. Das hat jeder gesehen, das war ein Spiel auf Augenhöhe, im Endeffekt die Punkteteilung gerechtfertigt. Ja, ich bin zufrieden mit dem Moral, den wir heute gezeigt haben. Wir haben niemals aufgegeben, hatten oft die Möglichkeit, den Kopf in den Sand zu stecken, wo wir 2, 3 Tore hinten waren und so ein paar Nackenschläge bekommen haben. Aber dieses Selbstbewusstsein und Moral freut mich ungemein und ist dann Basis, wo man halt weiter auf arbeiten kann. Und von daher bin ich glücklich. Danke nochmal und euch alles Gute, Kai. Ja, vielen Dank. Herr Seib, wie analysieren Sie das Spiel? Gar nicht. Das haben die Trainer herausragend gemacht. Da brauche ich nichts dazu zu fügen. Ich glaube, wir haben heute ein richtig gutes Handballspiel gesehen. Mit einer tollen Einstellung unserer Mannschaft. Kai hat es ja schon gesagt, große Schatten mit dem Pokalfinal vor. Da gibt es sicherlich auch Mannschaften, die sich ausnahmslos darauf fokussieren. Das machen unsere Jungs nicht. Das zeigt, was für eine tolle Moral wir in dieser Mannschaft haben. Und ich glaube, man hat heute wieder deutlich gesehen, dass wir Spieler mit großem Potenzial haben, die aber noch sehr jung sind und dann in solchen entscheidenden Phasen vielleicht die ein oder andere falsche Entscheidung noch treffen. Das kann passieren. Das ist letztlich ein Lerneffekt, glaube ich, ganz einfach für die Jungs, die das mitnehmen werden. Wenn wir vorher gesagt hätten, wir fahren hier hin, holen einen Punkt, hätte ich gesagt, alles klar, unterschreibe ich.
in der Situation auch. Und deshalb, ich muss unserer Mannschaft ein großes Kompliment machen. Natürlich will man jedes Spiel gewinnen. Natürlich sind die Jungs auch ein Stück weit enttäuscht jetzt erstmal, aber vom Grundsatz her, glaube ich, haben wir hier einen guten Kampf geboten, haben das spielerisch auch hervorragend gelöst, sind das eine oder andere Mal gescheitert, was natürlich dann am Ende gerade schade war. Aber ja, ich glaube, wenn wir jetzt nach Hause fahren, im Bus sitzen, dann können wir auf unsere Leistung heute stolz sein und uns dann auch voll fokussiert auf Hannover vorbereiten. Ich glaube, es war ein gutes Spiel auch, weil es wird in Hamburg sicherlich auch sehr, sehr heiß zugehen, auch auf dem Spielfeld. Und dementsprechend, also ich bin zufrieden und ich finde, die Mannschaft hat einen tollen Job gemacht und möchte auch nochmal sagen, dass sich Erlangen wirklich richtig toll entwickelt hat, eine gute Mannschaft hat. Wenn man weiß, dass da auch noch der ein oder andere Leistungsträger zurzeit verletzt fehlt, dann wünsche ich euch, dass die bald wieder zurückkommen und dass ihr eure tolle Arbeit in Gänze und komplett fortsetzen könnt. Dankeschön. Ja, René, wie lautet dein Fazit zum Spiel? Ja, schönen guten Tag natürlich auf meiner Seite. Ja, ich nehme jetzt einfach mal, oder sage jetzt einfach mal vielen Dank für die Glückwünsche zum Punktgewinn. Gebe ich natürlich gerne genauso zurück. Ich schließe mich dem an, dass wir heute ein wirklich hervorragendes Handballspiel gesehen haben, mit allen Höhen und Tiefen, mit allen spektakulären Wendungen. Ich glaube, 5 Minuten vor Schluss hätte keiner mehr einen Cent auf uns gegeben. Und ja, das zeigt, welche tolle Moral auch in der Truppe steckt und wie sie sich immer wieder zurückkämpfen. Wir haben eine unglaubliche Stabilität mittlerweile auch in der Mannschaft drin, die sich in den letzten Wochen ja einfach darin auch wieder münzt, dass wir halt ja jetzt schon 4 Spiele nicht mehr verloren haben. Das ist natürlich eine tolle Serie, die wir in dieser Saison bisher noch so nicht hatten, zeigt aber auch, zu was die Mannschaft in der Lage ist zu leisten. Und das, obwohl noch nicht alle wieder fit sind, ist natürlich ja eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die Mannschaft jetzt vollzogen hat. Und da freue ich mich natürlich auch schon, wenn sie diese Entwicklung weitergeht, gerade auch in der nächsten Saison. Das war ja auch unser Plan, dass wir dort eine Mannschaft entwickeln und weiter voranbringen. Und ich glaube, da sehen wir gerade, dass wir auf einem richtig, richtig guten Weg sind und dass wir trotz ja, der Widrigkeiten, die wir heute hatten, weil Buric wieder eine überragende Leistung heute geboten hat und nicht umsonst wird er nächstes Jahr das Erbe von Matthias Andersson in Flensburg antreten. Also da hatten wir schon schwer dran zu knabbern und trotzdem haben sich die Jungs da nie aufgegeben, sondern wirklich am Ende sich diesen Punkt echt noch erkämpft und auch verdient. Und ja, mit diesem guten Gefühl wollen wir natürlich jetzt in 2 Wochen nach Melsungen und dann später natürlich auch gegen die Rhein-Neckar-Löwen am 20.05. hier wieder antreten. Aber ich glaube, heute gehen wir alle glücklich nach Hause, beide Mannschaften. Und ja, auch von meiner Seite natürlich euch auch alles Gute für Hamburg. Rockt das Ding und ja, bis bald. Ja, dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Adli, es war, wir können uns ja die letzten Wochen wiederholen, eine geschlossene Mannschaftsleistung, was auffällig war, für mich jedenfalls. Als Sergej reinkam, vor der Pause, hat er die Abwehr stabilisiert, die linke Seite, über die er anfangs doch relativ anfällig war. Und in der Schlussphase hast du ihn auch wieder gebracht. Das heißt, du hast großes Vertrauen in ihn. Ja, wir sind einfach in der Situation, wo wir jeden brauchen und das war okay. Wir haben trotzdem 3 Spieler heute nicht eingesetzt, aber Sergej hat in den letzten Spielen oder auch in den letzten Trainingseinheiten gezeigt, dass er das kann und durch dieses Doppelspiel recht mit Rimpar sieht man, dass er einen Schritt mehr in seine Entwicklung nach vorne gebracht hat und körperliche Voraussetzungen hatte. Er hat jetzt seine mentale Sachen jetzt besser im Griff, hat auch sogar 100%ige Quote auch aus seinen Würfen gemacht. Und ja, ich halte schon viel von ihm. Der wird sich auch gut entwickeln, der hat alle Potenzial dazu. Aber jetzt war das erste Mal ein sehr positives Erlebnis für ihn und hoffen, dass es so weitergeht. Du hast ja von Anfang an mit einer relativ offenen Abwehr gespielt, den Micha Haas vorgeschoben spielen lassen. Warum gerade ihn? Ja, weil er einfach eigentlich die perfekte Größe dafür hat, beide halt Passwege zu verhindern. Er ist auch in Zweikämpfen, obwohl ich mir da ein oder andere Stoffball in der ersten Halbzeit mehr gewünscht hätte. Aber er verinnerlicht das System gut, kann das gut umsetzen. Und das ist auch für uns momentan, also unsere andere Abwehrvariante, die offensive 6-0-Deckung hätte uns sehr viel Kraft und ich habe momentan nur 2, maximal 3 Innenverteidiger, die das durch können und die müssen vorne und hinten. Deshalb ging es auch um heute die Kräfte zu sparen und Wetzler dann in Situationen zu zwingen, wo die halt nicht gewohnt sind. Und wir hatten auch 2 Spiele jetzt davor, wo
wo wir jeden Ablauf eigentlich gegen die 5-1 gesehen haben von Wetzlar und konnten uns da optimal auf die Laufwege halt vorbereiten. Deshalb war das taktisch die für uns die sinnvollste Lösung momentan. Und Hassan ist derjenige, der diese Deckung dann mit seiner Größe und Zweikampfstärken am besten momentan lösen kann. Ja, Atlet, wir haben gerade gehört, keiner mehr einen Cent auf den HC gesetzt. Ein paar Minuten vor Schluss, als ihr drei hinten wart, was ging da in dir vor? Warst du dir sicher, dass ihr da noch einen Punkt holen werdet? Also ich glaube, Betten Win macht keinen Cent mehr auf mich und meine Mannschaften. Also ich glaube, das ist mein 8. oder 9. Unentschieden. Also ich glaube schon, dass wir da eine Chance hatten, zurückzukommen und man sollte nie aufgeben. Und das ist eine Moral, die ich sehr stolz darauf bin, dass man auch, wenn nicht alles optimal läuft, dass die Jungs immer an sich glauben, immer bis zur letzten Sekunde fighten und kämpfen. Und das ist eine hervorragende Moral und vor allem eine Einstellung, eine Mannschaft, die sich aufbauen lässt. Wir hatten Pech in diesem, wir haben zwei, glaube ich, 7 Meter in dieser Phase, wir haben 2 hundertprozentige weggelassen, wo wir da rankommen könnten und dann waren wir auf einmal 3 Mal weg. Vielleicht in dem Moment mein Trainer, dass man keinen Cent auf uns gesetzt hätte, aber wir hatten die Chance immer wieder uns rausgespielt. Das war nicht, dass wir da spielerisch bankrott waren, sondern wir haben einfach an einem sehr guten Buritz da 2-3 Mal gescheitert und die Deckung stand und wo 2-3 Paraden von Katze kamen, dann hat das plötzlich schnell gedreht. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Sonntagnachmittag und unseren Gästen eine gute Nachhausereise, Heimreise.